Zeig mal ein bisschen Wein. Haltende Gegenstände, ist ja zu geil. Kann man alle auslutschen. Sie sagen weniger etwas gegen die Königin als gegen ihren Vater. Es heißt, Taryn Logan behandle freie Männer wie Sklaven. Eine Horde der dunklen Brut steht vor unserer Tür, oder etwa nicht? 7 Pfennig. Das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für 20 Zimmer. Schäkel fast gekriegt. 19 Schäkel. Ich kenne euch. Aus Ostagar. Bei Andrastes Blut. Ihr habt meinen Freund getötet. Und den großen König Kaelin. Ich verlange Genugtuung, Sir. Ja, gut, die kannst du haben. Nehmen wir mal einschüchtern. Ich habe von den Fähigkeiten der Grauen Wächter gehört. Und ihr scheint seit Ostagar noch deutlich besser geworden zu sein. Ich werde mein Leben nicht wegwerfen. Zu viele verlassen sich auf mich. Und ich bezweifle, dass die Wachen eine Herausforderung für euch sind. Aber durch eure Worte und Taten hier habt ihr euch selbst verurteilt, Sir. Pfuh. Kannst mich mal. Blöde Penner. Ich hätte dich auch totschlagen können. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsama. Etwas zeig mal. Willkommen, willkommen. Hier findet ihr nur den härtesten Zwergenstahl. 100-fach gefaltet in den Schmieden Orsamas. Ja, dann und zeig er mal. Passt besser zu euch als irgendetwas anderes, das ihr in dieser Stadt finden könnt. Gut, zeig mir, was ihr anzubieten habt. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau. Des besten Schmiedes in ganz Denerim. Ich dachte, es wurde in Orsam hergestellt. Und jetzt ist es ein Schmied aus Denerim. Also da weiß man auch nicht so genau, ne? Bisschen komisch ist das schon. Hier, Handbuch Berserker. Aggressionsbewältigung, Schlachten neu erfahren. Das Buch enthält eine genaue Analyse der Kampftechnik der Berserker. Das klingt verlockend. Ich speichere kurz mal ab. Ich teste das jetzt mal schnell. Und dann gehe ich zurück in die Stadt. Willkommen zurück. Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Ja. Jedes dieser Stück... Ja, zeig's einfach mal her. So, hier, der hat ja sonst nichts anderes, ne? Metallsplitter, ne, bei, ne? Gut. Tatsächlich, ich habe Spezialisierung freigeschaltet. Jetzt will ich mal gucken. Also Moment, wo muss ich jetzt da hin? Zauber, Talente, Charakterbogen? Wo ist der Berserker? Hier. Nee, das ist die Rassengenolle. Muss ich da hin? Fähigkeiten. Wie ist es da dabei? Nee, ist auch nicht dabei. Inventar, Tagebuch, Karte, Taktik, Hauptmenü. Ja. Okay. Hat wohl doch nicht geklappt. Ach, lassen wir es jetzt einfach mal so. Wenn dann später, wenn wir dann hier noch die ganzen Quests machen. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und ein Tod. So, dann machen wir jetzt noch einen Zwischenstopp im Lager. Wieder raus auf die Map. Und ins Lager. So, und dann brauche ich nämlich hier die Dinge nicht zu kaufen. Aber mein Händler hier im Lager. Der Zwerg, der hat doch bestimmt Zeug. Siehst du mal, da habe ich wieder als Letztes geguckt beim Bode an. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Gib mal her. Ich bin mir sicher, ihr... Ja, und wie er immer wieder so schön schleimt und... Das ist einfach eklig teilweise. Gut, Konzentrationsknopf... Was? Wieso sind das so teuer? Gut, machen wir mal 40. Ich hoffe, dass es reicht für den Anfang. So, hier kaufen wir das. Und Destillationsknolle. Oh, das ist auch ziemlich teuer, na gut. Aber jetzt kann ich endlich die großen Wullbinden wieder herstellen. Habe ich eigentlich noch genug Platz? Naja, 75. Nicht unbedingt viel. Dann könnt ihr mal wieder ein paar Geschenke verteilen, ne? Aber ich speichere nochmal ab. Weil jetzt hier der ganze Speicher waren. So. Okay, nächste. Mobis, Leli, die Wünn. Da kann man doch mal gucken. Da hatten wir doch vorhin auch was gehabt. Was war denn das? Das Schwert der Gnade. Oh, wundervoll. Ja, genau. Das war gut für sie. Goldenes Amulett. Da weiß ich nicht, wer das jetzt bekommt. Schwarzer Runenstein. Wer kriegt ein Gemälde Rebellenkönigin? Gemälde mag das denn.
kriegt er das. Wie unerwartet. Jawohl, das freut ihn. Silbernes Symbol mit Ätzungen. Das weiß ich jetzt nicht, wer es kriegt, ob es Alistair war oder Wynn. Ich probiere es mal bei Wynn. Ist immer ein Versuch wert. So, na, komm. Wie aufmerksam. Okay, das gab plus 3. Totems, die mag der Alistair. Die mag der Alistair. Oh, vielen Dank. Das ist was? Sehr nett. Wieso magst du die nicht? Okay, laden wir es einfach mal. Ich lese mich da später nochmal ein. Sorry, das ist jetzt peinlich. Gut. Gehen wir mal weiter. So, der Bubis will ich wieder haben. Und Lily und Morrigan. So, und jetzt geht's wieder zurück in die Stadt. Oh je, schon wieder ein Kampf. Ein Kämpferlein. Okay, das geht harmlos aus. Mal gucken, was der noch zu verkaufen hat. Habt ihr Geld, Fremde? Ja. Beste Waffen, feinste... Zeig mal her. Buch der unterschiedlichsten Fähigkeiten. Ein... Okay. Ein auslaufendes Werk aus der Frühzeit von Reldens, das sich bemüht, verschiedene Lehren unter eine Theorie über geistiges Aufnahmevermögen zusammenzuführen. Dieses von der Kirche lange Zeit verbotene Buch gewährt ein größeres Aufnahmevermögen für allgemeine Fähigkeiten. Kaufe ich. So, und jetzt bin ich wieder blank. Oh Mann, was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Aber gut. Ich wollte es jetzt so. Ich hoffe mal, dass ich jetzt wirklich genügend Fähigkeiten habe. Ist das Buch noch da oder ist es schon weg? Ich glaube, es ist schon weg, ne? Gut, stellen wir jetzt mal mit der Morrigan hier ein paar Kräuter her. Also ein paar Trinkmullbinden. Was? Geht nichts? Wieso geht es nie? Achso, ich habe keine Elfenwurzel. Nauf. Jetzt habe ich nochmal Elfenwurzel kaufen, weil ich das vergessen hatte. Okay, sorry. Oh Mann. Ich bin noch ein Troll heute. Gut, gehen wir wieder zurück. Hier raus da. Nochmal schnell zum Brezelwald. Da kaufe ich dann nochmal ein ganzes Pfund. Das ist das Einzige, was ich jetzt vergessen hatte. Die guten Elfenwurzeln. Ich sollte mich was schämen. Sollte mich heute echt was schämen, oder? Nö, mach ich doch nicht. Das ist ja Reisen, muss ich viel. So. Ja, jetzt komme ich an die Wurzeln. Guten Wurzeln. Na komm. Wo ist er? Mein Verathorn. Wie kann ich euch helfen? Ja, ich möchte gern mit dir handeln. Ich bin zwar kein Händler. Ja. Gut, wo sind die Wurzeln? Zeig mir die Wurzel. Ich will die Wurzel. Genau. Hier einmal. Machen wir gleich noch einen Pack. So, weil das kostet eh nichts. So, und jetzt hier, Morrigan. Jetzt kannst du craften. Oh, schwache Verletzungsknolle. Oh, die kann man auch herstellen. Tiefenpilze. Machen wir doch mal eine normale. Oder brauche ich dafür was anderes? Die kann nur die schwache Verletzungsausrüstung herstellen. Wieso geht denn nichts Stärkeres? Ich habe eigentlich gedacht, die könnte mehr. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt irgendwie ist das merkwürdig. Ich könnte schwören, dass ich noch andere Rezepte gekauft habe. Oder kann die noch nicht mehr? Ich guck mal. Zauber und Talente? Hey, hier. Oder muss ich da gucken? Da muss ich gucken. Die kann doch schon Stufe 3. Also frage ich mich. Moment, ich habe... Ah, genau, weil es mir das Ding um die Ohren gehauen hat. Das heißt, ich muss das Rezept nochmal kaufen gehen. Wie kann ich euch helfen? Zeig mal her. Ich bin zwar... Ja, gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Was hat denn der noch für gehabt für Rezepte?
Schwache Naturknolle, Säureknolle, Schmierfalle, nee, das hat er alles nicht gehabt. Das heißt, muss ich nochmal zurück in den Turm gehen. Aber hier kannst du mal schon mal Mullbinden herstellen. Stellst du mal hier ein paar her? Moment. Mabari-Keks, genau, ein paar herstellen. So, Destillationsknolle, Lyriumtrank, starker Mundumschlag. So, lass mir hier mal so ein paar ein. Jetzt muss man genug haben davon. So, einmal. Jetzt machst du einen normalen Mundumschlag noch. Lol, jetzt haben wir schon wieder keine Elfenwurzel mehr, oder was? Jetzt habe ich... Gott. Die haben jetzt die ganzen Elfenwurzel hier verbraucht. Wie kann ich euch helfen? Dann kaufe ich halt nochmal welche. Ich bin... Ja, Gebu. So, ich will meine Elfenwurzel. So, hier gleich noch ein Pfund. Kostet noch eh nix. So. Jetzt machst du mal bitte nochmal einen Pack. Machen wir hier Wundumschlag nochmal. Klack, 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 klack. Sehr gut. Und machen wir noch schwache Wundumschläge. So. Ich denke mal, das reicht fürs Erste, oder? Oder machen wir noch einen Pfund? Machen wir mal 50 Stück hoch. So, oder? Das reicht. Wir haben jetzt 43 starke, dann 24 normale und 20 schwache. Das dürfte mehr als ausreichend sein. Eieiei, okay. Also, jetzt muss ich wieder zum Turm. Ich sag's ja, ich ziehe immer durch die ganze Welt, um überhaupt was zu bekommen. Das ist teilweise schon eine Katastrophe. Ihr habt... Ja. Jetzt braucht ihr sicher Nachschub, oder nicht? Ja. So, jetzt zeigen wir deine Rezepte. Zur Flammenbeschichtung, Verletzungsausrüstung, genau. Und, das war's schon. Sehr gut. Dann stellst du mir das jetzt her. Was brauchst du denn da? Auch wieder Destillations- und Konzentrationswirkstoff. Hat er das nicht gehabt? Braucht ihr sicher Nachschub? Ja, zeig mal her. Destillationsknolle. Das haben die gar nicht... Wer hat denn das jetzt wieder verkauft? Oder hat es das wieder in Denarim gegeben? Ist egal. Zurück nach Ursama jetzt. Jetzt bin ich sauer. Ich reiß doch da nicht 500 Mal durch. Ich mach das off-air dann. Zum anderen Zeitpunkt. Kann ja nicht angehen hier. Ne? So. Aber ein doppelt gebackener Mabari-Keks. Das wäre geil. Wisst ihr was? Da steck ich jetzt auch mal so ein paar her. Das reicht. Mubes soll sich auch mal erfreuen. Weil der mag die am liebsten. Und cool, mit Käse sogar überbacken. Dann machen wir das hier hinten dran. Wunderbar. Und jetzt geht's wieder rein in die Tiefe. Ja, mal gucken, wo wir Branka finden werden. Bis jetzt haben wir ja noch gar nichts gefunden. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, wo könnte sie noch sein? Todesgame-Gebäude hin. Na komm, gib Gas. Viel Spaß. Okay. Das kann jetzt was werden. Die stehen immer noch Wache. Ja, das ist aber gut gewesen. Ist aber hier auch nichts mehr durchgekommen, wie es aussieht.
Ja, ich bin halt ein, schon eine recht ordentliche Putze. So, sorry, da hat es mir schon wieder die ganze Kacke um die Ohren gehauen. Ich werde langsam sauer, ne? Ich möchte gerne wissen, was das hier wieder für Bugs sind. Aber ich gebe nicht auf. Ich ziehe es jetzt voll durch, bis ich zufrieden bin. So, jetzt muss ich da nochmal rübergehen. Aber ich denke, ich kriege das hin. Ich werde es hinbekommen. Ich werde jetzt mal versuchen, alles rauszulocken. Oder ich speichere am besten nochmal vorher ab. Und dann gucken wir mal. So. Oh man, diese Gänge, die müssen echt nur unnötig lang sein. Wieso hat denn da keiner mal gerade durchgebohrt? Das ist nicht okay. Dass es immer so lang braucht. So, hier, da zuckt sich noch nichts. Ich speichere erstmal. Wir müssen schnell zuschlagen. Oh Gott, wieder so Kreischer. Oh, was machst du kaputt? Alle killen. Oh, Mori, geh da hinten hin. Wow, wieso kriechen die da hinten Beef? Mori. Scheiße. Gut, die kann jetzt nichts machen im Moment, glaube ich. Vielleicht eine schwache Bullbiene vielleicht. Stell mir was ein. Gut, und der wirft auch was ein. Beenden wir es. Bubis. Mach was. Sehr gut. Oh, die kriegt schon wieder auf den Deckel. Ja, raus da. Hier ist was. So, jetzt kriegt der auch ordentlich Beef. Und jetzt kriegt der Beef. Und der andere kriegt auch gleich. Hier rein da. Lässt du die Lady gehen? Boah. Trauen sich ganz schön was, ne? Oh, seht nur, meine Verletzungen bilden ein hübsches Muster. Ui, das habe ich dir auch noch nie sagen hören. Die Verletzungen bilden ein hübsches Muster. Wie geil. Wird erledigt. So, hier sind wieder Sarkophage. Okay, Eispfeil, Herdebit. Und hier wieder ein Sarkophag. Ja, da hätte ich am liebsten den Deckel gar nicht aufgemacht. Und wieder nur unnötige Crap. Und noch ein Sarkophag. So, was haben wir hier? Noch ein Sarkophag. Ein Kakophag. Stiefel der Legion. Wie geil ist das? Haben wir aber keine Stats drauf. Vielleicht könnte man das... Oh, die Kaste der Toten. Die Kaste der Toten. Freunde, wir haben lange diskutiert, aber ich würde gerne eine andere Richtung einschlagen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine der unseren in der Legion der Toten landet. Die Erinnerungen bestätigen, dass schon so mancher der Gestalt in Ungnade gefallen ist. Nur sich freiwillig zu melden, hebt diesen Fall über einen normalen Skandal hinaus. Es stellt sich doch folgende Frage: Nützt es uns? Die Legion war schon immer die letzte Hoffnung auf Erlösung. Wenn sich ihr nun ein Adeliger anschließt, noch dazu freiwillig, erhöht das womöglich die Rekrutierungsquote. Und wir müssen dafür lediglich das letzte törichte Mitglied eines lästigen Hauses opfern. Soll er seine Reformvorschläge doch lieber der dunklen Brut unterbreiten als uns? Lassen wir ihn gehen, sage ich. So lautete auch die Entscheidung Durius. Hoffentlich könnt ihr mit eurer Entscheidung leben, denn jetzt bleibt euch nichts anderes mehr übrig. Aus den Protokollen der Versammlung zum Thema Legion der Toten. Autor der Ergänzung unbekannt. Das heißt, haben sie sogar Adlige abgeschoben, wenn sie denen zuwider waren. Haben sie die quasi ins Exil gehen lassen. Das ist echt armselig. Aber das ist halt das Kastensystem.
von den Zwergen. Und die ganzen Regeln und Gesetze, was sie haben. Ja, nicht jedermanns Sache. Leider nicht jedermanns Sache. So, hier waren wir drin, ne? Oder habe ich hier nicht alles rausnehmen können? Ich war mir gar nicht sicher. Oder konnte ich noch alles rausnehmen? Doch, ging, ne? Gut. Und jetzt eine Falle, direkt vor uns. Lili, mach sie weg. Geil, die kriegt sie entschärft. Aber hier, guck mal, was da sitzt. Und das ist nicht lieb. Speichern wir ab. Ich habe keinen Plan, was jetzt was passieren kann. Wenn ich jetzt da um die Ecke gehe, dann bricht auf jeden Fall die Hölle los. So wie die da stehen, dann können die Bowling spielen. Aber es scheinen keine besonderen dabei zu sein. So, Hause Blatt. So, hier, Morrigan. Du gehst jetzt um den Haus da drüber in den Kettenblitz rein. Mit allem Karao, was dazugehört. Fängst links an, dann geht das Ding rechts durch. Soll die doch in Ruhe lassen, die Trollos. Gut, weg da. So, hier gehst mal hin und halt sich wieder hoch. Warte mal, dann machen wir das mal hier hin. Das schiebe ich jetzt dahin und das dorthin. Dass die Reihenfolge mal wieder passt. So, hier. Das mache ich jetzt genauso da. Das ist der Starke, der gehört hier hin. Und das ist der Mittlere, der gehört hier hin. Sehr gut. Und bei der Lele, da machen wir es jetzt ähnlich. Hier dieses Pfeildingens. Das ist die schwache Knolle, das ist die mittlere. Und das hier ist die starke Knolle. Dann habe ich das hier noch hier hin. Und die zwei Sachen, warte mal, dann machen wir es so. So rum. So, das hauen wir hier rein. Und das hier hinein. Und schon sind wir wieder glücklich. Und hier die Morrigan. Die nimmt jetzt mal das da. So, jetzt haben wir die nämlich getauscht. Jetzt ist das auch richtig. Wunderbar. Und dann nimmst du jetzt auch so eine schwarze Knolle. Na komm, hau sie weg. Dann jetzt auf den Teufel da. Der ist auch platt. Alle drauf. Alle gemeinsam jetzt. Nicht abhauen. Das hat gefeuert. Oh, der ist hin. Der ist fast hin. Shit. Gut, es hat noch gereicht. Es hat noch gereicht. Ja, ist doch schon gut. Wenn ihr nicht so böse wärt. Könnt man auch mal was machen. Oh. Da unten vorher jetzt auch. So, gut. Morrigan ist eine Mullwinde. So soll es sein. So, hier. Mach was gegen die Teufel. So, Morrigan muss halt noch eine essen. Dauert nur eine. Oh, Feuer. Gut. Sind die schon tot? Nee. Das glaube ich jetzt nicht so richtig, oder? Doch, der hat... Der hat den ganzen Flur leer gemacht. So, hier. Aber jetzt hier können wir aufräumen. Ich speichere ab. Dass im Ernstfall, falls es mich weghaut, dass ich hier wieder weitermachen kann. So, und hier kriegen wir wenigstens ein paar Binden wieder. Ein paar Mullbinden, genau.